Hey Leute, willkommen zurück zu Portal 2 im Singleplayer. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Ohne viel Worte zu verlieren. Ihr habt ja vielleicht die letzten Parts gesehen. Testraum 16. Entschuldigung, mein Fehler. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter! Habe ich was verpasst oder habe ich jetzt einfach ein paar Räume übersprungen? Naja. Oh, was ist das denn? Das ist auch... Ach so, das sind wieder Traktorstrahlen. Ja, das Symbol kannte ich jetzt noch nicht. Okay. Wheatley, du hast echt eine Klatsche. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Aha. ja, Wheatley. Oh, das ist anstrengend. Ist schon okay. der kehrt den Traktorstrahl um, habe ich mir schon gedacht. Ah! Okay, trefft mich hier. Schweine. Okay, also... Guck mal, wie sie genau auf mich zielen, die Drecksäcke. So. Ja, was habe ich jetzt damit erreicht? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas wird es bestimmt sein. So, wenn ich jetzt da drüben auf den Schalter drücke... Passiert wahrscheinlich irgendwas... Blaues Gel? Ist das blaues Gel? Sehe ich da richtig? Ja, das ist blaues Gel. Sprunggel. Wenn die blöden Geschütze nicht wären, dann würde ich jetzt einfach hier rumgehen und auf den Schalter drücken. Aber das geht ja nicht. So. Erstmal hier hinter. Genau, jetzt kommt nämlich das Gel. So, einfach mal drücken, wie blöde. Was ich jetzt damit erreiche, ich habe keine Ahnung. Ach doch, eigentlich schon. Aber wie komme ich jetzt wieder hier weg? Aha. Das ist die Frage. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Aber das reicht nicht, oder? Ich höre es doch ticken. Boah. Nein. Ach. Aber ich weiß schon mal, wie es gehen soll. Also das auf jeden Fall, nur... An der Umsetzung hapert es noch ein bisschen. So, nein! Jetzt drückt mich das Gel auf die Seite. Was soll denn das? Ja, aber ich weiß, was ich tun muss. Auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv. Wie er mich auslacht. Oh, das ist anstrengend. Blöd, Mann. Okay, mach ich so. Dann so. Genau, das ist schon mal ganz einfach. Soll ich mir das Gel? Schleim, Schleim. Mach das weg. Genau, jetzt habe ich hier nämlich schon mal. So. Was mache ich jetzt? Ach ja, genau. Ich mache mal wieder Gel. Und flieg schnell rüber. Ich brauche nur ein bisschen Gel, das passt schon. So. Turm hochfahren. Jetzt kehre ich das um, die Gravitation. Und warte, bis es hier oben ist. Dann setze ich mir hier ein Portal hin. Perfekt. Na, okay, da kommt's schon.
So, genau. Aha. Hat geklappt. Ich liebe das, wenn die... Ne? Wenn der Plan funktioniert. Tschüss. So. Und die Tür geht auf. Ja. Hä? Moment. So, vielleicht? Joa. Oh, du hast es gelöst. Jawoll. Wie schön für dich. Ja, schön für mich, blöd für dich, ja? Du bist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Aha. Was hat er dort gefunden? Ja, würde ich auch gerne wissen. Aber das kommt bestimmt gleich. Auf jeden Fall, ich merke schon, ich muss jetzt öfter umdenken. Was ja an sich nicht schlimm ist. Also. Ich bin schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Oh, gibt's Kuchen? Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Du, das mache ich die ganze Zeit. Ah, okay, da gibt's wohl wieder diese Laserschranken. Ja. Ich werde es schon sehen. Sieht ja gar nicht so kompliziert aus, ehrlich gesagt. Überraschung! Wir machen sofort. Oh, du bist doch ein Arsch. Das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszeit idiotische, undurchführbare Pläne sind. War das eine gute Falle? Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Was? Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Ah, Atlas und Peabody, richtig? Ja, tut mir leid, klar, dass im Nachhinein... Wow. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Oh. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Hier tötet er dich. Ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlkörner zusammen und dachte, ja, die sind Errungenschaft freigeschaltet. Was fehlt da noch? Viele... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo stellst du? Aha. Komm zurück. Ernsthaft, komm zurück, bitte. Komm zurück. Oh, geil. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ja, passt schon. Hast recht. Ich glaub dir. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Ich sag mal so, Wedley, das liegt nicht an mir. Das ist dein Problem. Ich trau mich irgendwie nicht. Okay, ich muss wahrscheinlich hier oben. Genau. Die anderen sehen mir nicht so optimal aus. Ach Mann, ich hasse diese Sprünge. Da verlenke ich mich immer um ein paar Millimeter und dann war's das. Na komm schon. Komm schon. Komm schon. Wow. Ja, das meine ich. Aua. Nein. Ah. Das meine ich. Das ist so bescheuert, diese Sprünge. Ganz ehrlich. Wo sind diese Zeiten nur hin? Ja. Du hast dir noch die Erinnerung, Wedley. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ja. Ich hab eine Idee. Oh. Oh. Ja, du kleine Idee, ich hab... Oh, Wedley. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Oh Mann, langsam machst du mir echt ein bisschen Angst. Durchgeknallter. Echt einer an der Klatsche, Wedley. Also langsam wird's ernst. Er will mich wirklich umbringen, glaube ich. Aber warum? Ich hab dir doch nichts getan, Wedley. Ich hab dir sogar verholfen, dass du... Ja. Ja, nein. So. Einfach weiterfliegen. Ist schon alles okay. Oh Mann, bitte. Hörst du auf? Meine Güte. Sicher, es ist
Ja, wohin denn? Ich kann mir hier ein Portal entschießen, aber wo sonst? Ja. Hier geht ja nicht. Mensch, GLaDOS, hilf mir doch mal. Ah. Da oben irgendwo? Ah, auch nicht. Da drinnen vielleicht? Okay. Ich schnall's gerade nicht. Hallo? Wie soll das denn gehen? Sag doch mal. Ach, da oben. Todesfalle. Wow. Ah. Ja. Bringen sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Nicht wirklich, Wheatley. Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Würde ich mir so denken. Du Idiot, wir haben vorher noch die Geschütztürme sabotiert und du. Vielleicht haben die. Wow. Da liegt gerade dein von Kugel durchsiebter Körper aus dem Raum. Das war. Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand: Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Okay. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Aha. Aua! Aua! Ey. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte sie umgekippt. Naja, das. Ich lebe ja noch. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand: Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar. Ein Mau-Mau-Vierling. Oh. Verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Ja. Aber auch dumm. Die Klingenwand. Was? Ja. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinen enormen Intellekt würdig ist. Intellekt? Du meinst, du redest echt davon, dass du intelligent bist? Naja. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Boah. Still, halt, bitte. Nein. Nicht mehr bewegen. Bestimmt nicht. Boah. Boah, da hätte ich dich fast schon erwischt. Nein. Boah. Okay. Muss ich da schneller sein oder habe ich jetzt einfach... ja, ich glaube, ich habe es einfach nur falsch gemacht. Oder? Einem enormen Intellekt würdig ist... Ja, ich hab's falsch gemacht, glaube ich. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles. Muss schneller sein. Der Stampfer des Todes. Der Stampfer des Todes. Shell gegen den Stampfer des Todes. Wer gewinnt? Wheatley nicht. Okay, diesmal hat's genannt. Wo steckst du? Wow. Wo steckst du? Komm zurück! Nein, bestimmt nicht. Lass mich in Ruhe, du Verrückter. Wow. Super, na, jetzt hast du voll mit Sprunggel. Ist da was kaputt gegangen? Fantastisch. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Arsch. Hallo? Ich hab dich auch lieb, Wheatley. Oh, ja, ja, alles klar. Ich hab da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Okay, jetzt dopse ich hier rum. Reicht das? Komm ich da rüber? Ja, das reicht. Perfekt. Hier. Geschützturm, oder? Ja. Da ist alles voll. Na, lass mich in Ruhe. Kann ich natürlich kein Portal hinschießen. Okay. Da unten geht's in den sicheren Tod. So viel sehe ich auch.
gut. Nee, nicht gut. Okay. Wenn ich jetzt hier reingehe, sterbe ich bestimmt. Ja, da ist keine Scheibe. Muss ich das doch hier hin machen? Dann sterbe ich auch. Ah, okay. Ich mach da erstmal hier. Was bringt ja der Schalter? Hoffentlich treffen sie mich nicht. Nein. Ah. Aua, 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 aua. Oh, Alarmtürme. Das macht Spaß. So, alle kaputt. Perfekt. Okay. Kritischer Fehler. Yay. Wollte ich das? Ja, da wollte ich hin. Genau, perfekt. Ja, war ja auch nicht allzu schwer. Ich glaube, ich muss immer erst ein-, zweimal sterben, bis ich weiß, wie es geht. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Und dann töte ich ihn. Ja. Bestrafung muss sein. Hast du recht, klar das. Das habe ich jetzt aktiviert. Achso. Schleimi? Nee, was ist das? Das sind Bomben. Scheiße. Okay. Ich muss wohl irgendwie diese Röhre sprengen, glaube ich. Also, das war zumindest im Alten auch so. Im Alten, in Portal 1 war es auch so. Ja, machen wir das doch einfach mal. Da musste ich nämlich auch eine Röhre sprengen, in der Blöcke waren, oder sich bewegt haben. Ich hoffe, das geht gut. Ansonsten... Yeah. Das habe ich mir erhofft. So, perfekt. Jetzt kann ich nämlich hier rüber. Okay, und da drin? Hä? Da ist wohl wieder eine Testanlage. Ach, hier kann ich rein, okay. Da geht's schon weiter. Ja. Alles klar. Ah, und hier muss ich wohl... Ah. Brauche ich wohl auch wieder Bomben, ne? Oder? Nee. Mist, warum komme ich hier nicht? Ich will wieder da hoch. Mano. Super, da bist du ja. Da. Lass mich nur mal eben diesen Steg loswerden. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Nein. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibt es mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck? Versteck. Jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Ja. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und trüglich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Okay. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher nein. Eine Art Alternativtod. Ich habe eine bessere Idee, Wheatley. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und dein grausamer Todeskampf. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen ist das günstigere Angebot. Nee. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier so ein bequemer Tod... Das heißt ja wohl nein. Ja, das heißt nein, Wheatley. Oh, okay.
Oh, Bomben. Das ist schon wieder was Neues, das finde ich gut. Ich mag Bomben. Also, jetzt in so Spielen natürlich. Ja. Ja, dann, ich glaube aber, ich mache hier nochmal eine kleine Pause. Bis später.